Ja, das Spachteln hat ganz gut hingehauen. Da kann ich auf dieser Seite auch noch mal losspachteln. Vor allem dieser Strich hier, der war ja nun etwas unbedacht, gerade beim Einzeichnen. Und dann gibt es hier jede Menge Löcher und Schrammen. Eigentlich müsste ich dieses L hier oben jetzt gar nicht spachteln, weil es gibt ja auch noch eine Raumdecke, aber wenn ich erstmal so richtig im Schwung bin mit dem Spachteln, dann ziehen wir es doch eben noch durch. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann könnte ich auch gleich danach gucken, die nächste Hauswand fertig zu machen. Nicht Hauswand, Giebel. Hier ist die untere Kante. Ich ziehe wieder die 1 cm Linie. Von der Seite auch die 1 cm Linie. Diesmal mache ich das Ganze von Anfang an viel höher. Ich weiß ja vom letzten, dass ich für den Giebel ziemlich weit nach oben abstreichen muss. Der Giebel hat eine Breite von 27,3. Alle drei Striche sind in einer Linie. Ich kontrolliere eben 27,3. In der Höhe
haben wir einmal das Maß 16,4. Und 6 cm obendrauf, da sind wir bei 22,4. Ich prüfe die Plausibilität. Ja. So, wenn ich diese Linie jetzt nicht voll durchziehe, brauche ich sie nachher auch nicht zu spachteln. Ich reiße eben nur kurz an, wo denn die Eckpunkte hier sind. Im oberen Bereich waren wir bei 13,65, wenn ich mich recht entsinne. 27,3 dividiert durch 2 sind 27,3 dividiert durch 2 sind 13,65. Passt. Jetzt muss ich wieder genau da oben anlegen, im First. Und kann runterziehen. Damit hätte ich den Umriss. Jetzt ist eine Tür eingezeichnet und eleganterweise sitzt die genau an der gleichen Stelle, oder? Das ist 1 Zentimeter. Das ist 1,1. Punkt 1 mal 120 dividiert durch 22. Macht einen Unterschied von 5 mm. Den berücksichtige ich jetzt. Was heißt, wir hatten zunächst 4,9, 5 mm drauf, sind 5,4. Davon die Zarge wieder ab. Dann sind wir auf 4,9. Muss dann eine Türbreite von 4,1 cm setzen. Und die Zarge wieder drauf. So. Das Ganze ziehe ich jetzt oben auch noch durch. Nicht 4,9, sondern 5,4. 5 mm wieder runter. 4,1 weiter fängt die Türzarge wieder an. So. Die Höhe der Zarge waren 9,1. Ja.
kann jetzt also anlegen und messen. Das ist parallel. 2,5. 2,7. Das ist nicht parallel. Zwei, drei, gefällt mir schon besser. 9,1. Und 5 mm für die Zarge obendrauf. Und 5 mm für die Zarge. So. Alles richtig ist, dann müsste das passen und es passt. Und damit auf zum Sticheln. Ja, das sieht gut aus.
Tja, wenn so eine Pause zu Ende ist, na, einen mache ich noch.